Die Kräuter, die die Swiss Alpine Herbs verarbeitet, die stammen alles von ausgewählten Schweizer Bergproduzenten. Das sind weit über 100 Produzenten, die wir mit ihnen zusammenarbeiten, und zwar vor allem im Berner Oberland. Sie produzieren für uns Beteli, Basilikum, Oregano, Querbeet, was man Kräutchen kennt. Und zwar haben wir es so aufgeteilt in verschiedene Gebiete, so dass, wenn wir Gewitterschäden haben, uns gleich die Möglichkeit bleibt, die Warenverfügbarkeit sicherzustellen. Neben den Gewürzkräutern werden bei uns auch noch Eistee, Sirup, Tee und Bouillon produziert. Unsere Bergproduzenten produzieren auch nach dem Bio-Knospenstandard produzieren, sodass wir diese auch verarbeiten und als Bio-Knospenware verkaufen können. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für uns, ob es im Anbau sei oder bei uns in der Produktion. Stromverbrauch haben wir rund 400'000 kW im Jahr. Und das ist vor allem für die Maschinen zum Trocknen oder zum Abfüllen. Unser Strom, den wir verbrauchen, ist einerseits aus der Photovoltaik auf dem Dach oben, auf der anderen Seite von BKW. Wir haben uns für das nachhaltige Stromprodukt Energy Relax entschieden. Dieser Strom kommt aus der Schweizer Wasserenergie. Ein Teil von unserem Strompreis fließt in BKW Ökofonds. Mit dem Ökofonds werden Projekte realisiert zur Nachhaltigkeit. Und das passt absolut zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie.